Tatjana Dethmer, die Zukunft des eigenen Landes zerstört ein Präsident und er mutet seinen Menschen in Russland einiges zu. Das wird hart oder was glauben Sie, wird es Russland doch nicht so stark treffen? Also die ersten Reaktionen, die ich heute im Netz gesehen habe von den russischen Analytikern, sagen, dass russische Wirtschaft doch hart treffen wird. Wir müssen vor allem bis morgen abwarten. Morgen, das ist der Arbeitstag sozusagen, ja, da wird auch die Börse starten oder eben nicht. Je nachdem. Es könnte auch der Handel ausgesetzt werden. Der Handel ausgesetzt werden, genau, je nachdem, wie die Börse da reagiert. Und ich denke, es wird bereits morgen deutlicher sein, wie hart diese Sanktionen die russische Wirtschaft getroffen haben. Aber die ersten Berichte, die ich gesehen habe, sagen ja, die Sanktionen treffen die russische Wirtschaft, vor allem die Sanktionen, die die Zentralbank, also die Staatsbank Russland betreffen. Jetzt das müssen wir ganz kurz mal besprechen. Also wenn die russische Zentralbank jetzt sozusagen auch vom Zahlungsverkehr abgeschnitten ist. Die ist ja nun dazu da, beispielsweise den Rubel auch auf einer gewissen Höhe zu halten mit Stützungskäufen. Da kann man ja so viel wie möglich Geld im Keller haben. Das nützt aber alles nichts, wenn man nicht woanders Anleihekäufe machen kann. Oder geht man jetzt nach Peking und holt sich dort Hilfe? Also es werden jetzt verschiedene Varianten von Finanzmärktenanalytikern durchgespielt sozusagen. Klar gibt es, wird man versuchen, irgendwelche Möglichkeiten geben, diese Situation umzugehen. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer und sehr hart sein. Also insofern sind diese Sanktionen schon gut und richtig. Aber Putin hat seinen Leuten, den Russen und den Russinnen, das noch nicht erklärt, was auf sie zukommen wird. Das werden sie jetzt wahrscheinlich hart spüren, wenn plötzlich irgendwas nicht mehr geht und irgendwas nicht mehr da ist, oder? Meines Wissens spüren Sie es bereit. Ich hatte gestern Kontakt kurz über eine der Messaging-Dienste mit einer Freundin in Moskau und sie hat mir gesagt, dass die Hälfte ihrer Karten, ihrer Bankkarten funktioniert jetzt schon nicht mehr. Mhm. Also ich denke, es wird genauso den anderen Russen in der nächsten Zeit gehen und das ist aus meiner Sicht, ich meine, man sagt es immer so human hier im Westen, die Sanktionen sollen die einfachen Russen nicht treffen, aber man will mit diesen Sanktionen natürlich nicht die Russen treffen, sondern den Druck innerhalb des Landes erhöhen, damit es zu Massenprotesten kommt. Es gibt momentan einzelne Proteste in Russland, wir haben sie alle gesehen, sie werden brutal niedergeschlagen, aber Russland braucht sowas wie der ukrainische Maidan 2014, so ein Massenprotest, der nicht so leicht niederzuschlagen ist. Da hat aber Wladimir Putin schon ordentlich vorgesorgt, indem er die Opposition ja quasi weggesperrt hat und auch die Informationskanäle gekappt hat. Das wird ein bisschen schwierig, aber er hat ein Narrativ, das kann er weiter bemühen und kann sagen, das Böse kommt aus dem Westen, oder? Und ja, glauben Sie, das verfängt noch oder nicht mehr? Das verfängt natürlich. Ich meine, die Propaganda hat nach wie vor ihre giftige Wirkung auf die Bevölkerung. Aber wenn die Bevölkerung merkt, dass es doch ökonomisch sehr, sehr schwierig für sie sein wird, dann versuchen die Leute so erfahrungsgemäß nach anderen Informationsquellen zu gucken und versuchen zu verstehen, warum es so ist. Und vor allem muss man die Hoffnung nicht aufgeben, dass es dann doch irgendwann zu Protesten in Russland kommt. Ja, dann muss man ja auch sagen, dass Russland nicht unbedingt, was die Bevölkerung betrifft, ein sehr gut aufgestelltes und reiches Land ist, sondern es gibt ja sehr viel Armut ohnehin noch in Russland. Damit meine ich natürlich nicht die Oligarchen. Aber aus ukrainischer Sicht, das sind die Sanktionen, die Russland treffen, das eine. Das ist eine Frage der Solidarität und auch der Rückendeckung. Das andere sind die Waffenlieferungen, die jetzt freigeschaltet wurden von der deutschen Regierung. Das ist ja schon ein starkes Stück, was das Politische betrifft, was sich hier in Deutschland tut. Aber wie wird das aufgenommen in der Bevölkerung, in der Ukraine? Das wird natürlich mit der Dankbarkeit von der Bevölkerung der Ukraine aufgenommen. Nur die Ukrainer sind ein bisschen sozusagen enttäuscht, dass das so spät gekommen ist. Also sowohl die Sanktionen wie auch die Waffenlieferungen. Und die Ukrainer verlangen, sie erwarten, dass die Waffenlieferungen sozusagen dann weiter fortgesetzt werden. Vor allem fordern sie, dass der Luftraum über die Ukraine geschützt sein soll, also mit Luftabwehrsystemen. Wie soll das denn geleistet werden? Das müssten ja die Ukrainer machen. Das müssen die Ukrainer machen, aber wenn der Westen und wenn Deutschland sie mit Waffen unterstützt, dann wäre das natürlich um einiges leichter, das zu machen. Das ist aber alles eine Frage, wir sind ja keine Militärstrategen, also ich jedenfalls nicht. Das ist ja eine Frage von Minuten und Stunden im Grunde genommen, bis das angeliefert würde. Also es ist ja wohl sehr viel zerschossen worden, schon von der russischen Armee, von Raketen und dergleichen.
Das müsste alles erstmal dorthin gebracht werden und aufgebaut werden und dann in Gang gesetzt werden. Sind Sie nicht auch noch ein bisschen wütend darüber? Das waren ja auch die Kommentare der vergangenen Wochen in der Ukraine. Warum helft ihr uns nicht jetzt? Jetzt ist noch quasi das Zeitfenster, der Angriff wird wahrscheinlich kommen. Also natürlich bin ich enttäuscht, auch zusammen mit anderen Ukrainern, dass diese Waffenlieferungen so spät gekommen sind. Man kann aber momentan wenig ändern. Ja, noch vor einigen Tagen hieß es ganz radikal, nein, wir liefern keine Waffen an die Ukraine und Schluss. Also ehrlich gesagt war ich bereits vor einer Woche wütend, als ich über diese 5000 Helme, die übrigens nie in die Ukraine angekommen sind, als ich darüber... Sie sollen wohl jetzt unterwegs sein. Sie sollen jetzt unterwegs sein. Ah, so, okay. Ja, gut. Ganz schwieriges Thema. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Werden wir mit diesen 5000 Helmen immer noch in vielen Jahren konfrontiert werden, denke ich. Wir reden noch ganz kurz über Präsident Zelensky. Das, was er da jetzt darstellt, also wir kriegen Informationen auch aus den USA und von überall auf der Welt. Sie sehen in ihm einen Held, der sich nicht in einen Bunker zurückzieht oder irgendwo hin flüchtet, sondern der sein Gesicht zeigt. Das Gesicht, wo Sie meinen, das wird noch lange zu sehen sein und wird die Ukraine befrieden können in irgendeiner Weise mit den Russen? Es scheint ja mit den Verhandlungen eher ein bisschen schwierig zu sein. Naja, soweit ich weiß, steht jetzt die gesamte ukrainische Bevölkerung hinter dem Präsidenten Zelensky. Noch vor einer Woche haben wir ihn für verschiedene Sachen scharf kritisiert. Und das ist auch richtig, so soll es sein in einer Demokratie. Richtig, ja. Aber er hat sich tatsächlich heldenhaft und sehr tapfer gezeigt in den letzten Tagen. Er hat das Land nicht verlassen. Er koordiniert die gesamte Abwehr des Landes. Und das kommt natürlich bei den Ukrainern sehr gut an. Und er kann es auch kommunizieren. Das ist ja das, wenn er sich dann mit einem Handy hinstellt und sagt, guckt, ich bin noch da und hinter mir seht ihr, dass ich tatsächlich in Kiew bin. Natürlich. Zu Ihrer Frage, ob das die Verhandlungen mit Russland dann erschweren wird. Das ist nämlich so die Haltung, die Sie bei Präsidenten Zelensky sehen Sie bei der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung. Das verwandelt sich in einen Volkskrieg, könnte man sagen. Wir haben die Beiträge gesehen, wie die Leute die Molotow-Cocktails vorbereiten. Ja. Und das ist tatsächlich so, also das ist nicht nur die Haltung des Präsidenten, das ist die Haltung von allen Ukrainern. Da kann der russische Präsident erzählen, was er will und mit seiner Kriegspropaganda agieren, die eben auch eine Desinformationspropaganda ist.